Hallo ihr Lieben, ja, es gibt noch einen letzten Teil von Harveys neue Augen. Und zwar aufmerksame Zuschauer von euch haben mir mitgeteilt, hey Julchen, da gibt's ja auch noch ein drittes alternatives Ende. Und ich habe wohl mal wieder nicht anständig aufgepasst. Und das werden wir jetzt auch gleich mal versuchen, noch herauszufinden, wie denn das letzte Ende lauten wird. Wir drücken jetzt einfach mal auf Widersprechen und gucken, was passiert. Mach weiter. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Stopp. Mach weiter. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Okay, hat sich das hier gerade verändert? Kann das sein? Stopp! Mach weiter! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt! Tatsächlich, das verändert sich wirklich hier unten. Ja, das ist sehr gut versteckt, dieses letzte Ende. Bitte nicht wundern, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, aber ich habe einen totalen Frosch im Hals gerade. Oh, hier scheint es zu sein! Seid endlich ruhig! Wow! Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Deine Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Appa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Geschichte... Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Ja, aber wie es scheint... Ja, wie es scheint, ist das Ende nicht unbedingt recht viel länger... als die anderen beiden Enden waren, finde ich etwas schade, aber hilft leider nicht. War auf alle Fälle ganz interessant, so viel zum Thema, als Trins Welt mich damals fragte, ob die überhaupt jemals mal was sagen wird. Und ja, sie sagt etwas, sie kann's. Ja, ich hoffe ja sehr, dass noch ein dritter Teil rauskommt von der Edna und Harvey-Reihe. Es waren ja schon ein paar so Gerüchte, die umgegangen sind. Dadelic will es aber im Moment noch nicht bestätigen. Wir werden auf alle Fälle schauen. Sollte es einen dritten Teil geben, werde ich ihn definitiv Let's Playen. Da freue ich mich auf alle Fälle schon sehr, sehr drauf. Ja, das war es aber jetzt von meiner Seite. Harveys neue Augen ist jetzt definitiv beendet. Ich bedanke mich nochmal an die, die mir gesagt haben, dass es ein alternatives Ende gibt, ein drittes. Und bedanke mich auch nochmal ganz, ganz lieb fürs Zuschauen und fürs Miträtseln in den vergangenen Folgen. Und die Abstimmung läuft so aktuell noch. Ich werde sie aber jetzt dann bald auslaufen lassen. Da ging es ja um das nächste Projekt, welches wir nehmen sollen. Aber naja, das Ergebnis ist sehr, sehr, sehr eindeutig bisher. Also da müssten jetzt schon sehr, sehr viele für andere Spiele stimmen, um das noch zu verändern. Im Moment schaut es so aus, X-Plates liegt auf Platz Nummer 1, so muss ich sagen. Und auf Platz Nummer 2 liegt Deponia. Und da ich ja sowieso zwei Spiele brauche, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir diese beiden Spiele als nächstes Let's Playen werden. Denn sobald The Whispered World abgeschlossen ist, geht's dann weiter. Ich werde es so machen, Harvey wird dann mit X-Plates abgelöst und... Du wirst mit Welt dann mit Deponia, anschließend selbstverständlich auch die nächsten Deponia-Teile. Außer die Abstimmung sollte sich jetzt noch gravierend verändern. Es ist ja rein theoretisch noch alles offen, je nachdem wie viele Stimmen noch eingehen. Ich bedanke mich auf alle Fälle und wir sehen bzw. hören uns dann in den nächsten Folgen. Tschüss!